Hier sehen wir ein Highlight unseres Museums, ein holographisches Theater. Wir haben natürlich keine echte Opernbühne hier, aber zumindest ein Versuch, das im kleinen Format zu rekonstruieren. Das ist eine Darstellungstechnik, die modernste Animationstechnik mit ganz archaischer, sag ich mal, Kulissenschieberei verbindet. Es gibt also zwei Projektionsquellen, die ein Bild ineinander blenden, sodass ein dreidimensionaler Effekt entsteht, ohne dass man so eine 3D-Brille aufsetzen muss. Aber diese Projektion wird auf kleine Kulissen geworfen, die auch also richtig mechanisch hier jeweils in Szene gebracht werden. Ich glaube, das kommt der Realität, der Bühnenrealität der Zeit Wagners näher, als wenn man jetzt eine perfekte Animation, Filmanimation hätte. Denn Wagner hat sich ja um extreme Illusion bemüht, aber er hat natürlich auch mit den Elementen, mit den Theatermöglichkeiten der Zeit kämpfen müssen. Und das war ein schwerer, ein sehr herausfordernder Kampf, den Wagner auch besonders intensiv geführt hat, weil er weil ihm diese Illusion extrem wichtig war. Er war geradezu ein Fanatiker der Illusion, denn der Zuschauer sollte ganz in diesen fantastischen Welten, in diesen mythischen Welten, die in seinen Werken gezeigt werden, aufgehen und nicht merken, dass er in einem Theater ist. Und besonders auf Kriegsfuß stand Wagner mit einem ganz gängigen Mittel des Theaters, mit dem Vorhang. Denn wenn der Vorhang auf und zu geht, ist das letztlich ein Eingeständnis dessen, es ist ja alles nur Theater, es ist ja letztlich nur eine künstliche Welt, die einem da präsentiert wird. Deswegen wollte Wagner die Bühnenvorhänge, das Auf- und Zugehen, möglichst vermeiden. Und besonders weit getrieben hat er das im Rheingold, also dem ersten Teil des Rings des Nibelungen. Dort gibt es abenteuerliche Szenenwechsel und die sollen alle ohne zugeschlossenen Vorhang vonstatten gehen, also sozusagen eine Operation am offenen Herzen durchgeführt werden. Und die Wechsel, die dort beschrieben werden, sind eigentlich abenteuerlich. Der Anfang spielt auf dem Grund des Rheins, also im Inneren eines Flusses. Dann wird geswitcht sozusagen auf den germanischen Olymp, also auf Felsenhöhen, die Götterburg Walhall. Und dann fahren die Götter, also zwei Götter, Wotan und Loge, ins Erdinnere hinab zu dem Herrscher der Schwarzalben, Alberich, und wollen dort das Rheingold stehlen, um damit ihre Götterburg Walhall zu bezahlen. Also das sind natürlich drastische Szenenwechsel. Und zu Wagners Zeiten hat man auf ein Mittel zurückgegriffen, dass das möglich macht, das ohne Vorhang zu machen, nämlich mit Dampf zu arbeiten. Also zum Beispiel bei der Fahrt in die Unterwelt, die Fahrt nach Nibelheim, da sollten Schwefeldämpfe aus dem Erdinneren, also aus dieser Hölle, wenn man so will, aufsteigen und die Bühne zunebeln. Und in diesem Bühnennebel sollte dann der Umbau vollzogen werden und dann sieht man nach Auflösung des Nebels eine völlig veränderte Szene. Das hat offenbar bei der Uraufführung 1869 in München auf Befehl von Ludwig II. Relativ gut geklappt. Aber der Nebel allein war nicht ausreichend, um den Zuschauer von den Geschehnissen im Hintergrund abzulenken. Auch die Musik hat ihres getan. Es gibt nämlich bei diesen Verwandlungen, diesen offenen Verwandlungen, eine Zwischenmusik, eine Verwandlungsmusik, die äußerst attraktiv ist. Also das heißt, diese Fahrt der Götter in die Unterwelt wird musikalisch beschrieben, und das ist ein Stück Musik, das also von einer faszinierenden Illustrativität ist. Das könnte man, glaube ich, ohne große Änderung heute in einen Fantasy-Film packen. Also eine unglaublich attraktive und bildhafte Musik. Hier mal ein erster Ausschnitt aus der holographischen Darstellung dieser Szene.
zweite Ebene der Musik ist eine, die letztlich eine Geschichte erzählt, nämlich ein Stück Geschichte, das auf der Bühne gar nicht gezeigt wird, das nur nacherzählt wird. Und die Technik, mit der Wagner so etwas erzählen kann, das war ja auch etwas ganz Neues, ist seine berühmte Leitmotivtechnik. Es gibt also über 100 Motive, Leitmotive in dem Ring, und damit kann man richtig, kann das Orchester ohne Worte letztlich kleine Handlungen erzählen. Und hier in diesem Zwischenspiel wird erzählt, wie sich Alberich, der Schwarzalbenfürst, aus dem Rheingold, das er gestohlen hat, einen Ring geschmiedet hat. Und mit diesem Ring hat er Macht über die ganze Welt. Bekannte Story, das ist im Herr der Ringe von Tolkien ja dann aufgegriffen, ne? Diese Macht des Ringes und auch der Fluch, der über dem Ring liegt, genau das gibt es auch bei Richard Wagner im Ring des Nibelungen. Also die Motive, die hier zu hören sind, das ist einerseits ein Motiv, das den Wert der Liebe beschreibt. Das ist nämlich so, dass Alberich einen hohen Preis dafür zahlen muss, dass er diese Macht erlangt. Er muss der Liebe abschwören. Man verkauft die Liebe und gewinnt dafür die Macht. Das ist sozusagen die philosophische Grundbotschaft des ganzen riesigen Werkes, des Rings des Nibelungen. Und das wird hier sozusagen in diesem Musik, in diesem Liebesmotiv hörbar gemacht. Und was wird aus dieser verkauften Liebe? Daraus wird Macht. Man hört das Schmiedemotiv, ein Schmiederhythmus, wie aus dem Gold, kommt dann auch das Rheingoldmotiv als majestätische Fanfare, der Ring geschmiedet wird, auch das Ringmotiv, so unheimlich kreisende Terzen bilden das ab. Das ist alles zu hören in der Musik und man hört sozusagen, wie sich Alberich diesen Ring schmiedet und dafür seine Liebe verkauft hat. Und zugleich kann man das natürlich auch so lesen, es ist ja Wotan und Loge, die in die Unterwelt fahren, die diesen Ring und das Gold stehlen wollen. Sie wollen das machen, um ihre Burg zu bezahlen. Also letztlich ist das ein schmutziges Geschäft, das sie betreiben. Sie machen sich mitschuldig an dem Frevel, an der Natur, an dem Verstoß gegen das Liebesgebot und gehen letztlich ihrem Unheil damit auch entgegen. Das alles steckt in diesem kleinen Stück Musik drin.